So, hallo, ich begrüße euch zu, ich glaube, mittlerweile Part 10. Ich glaube, es ist jetzt wieder ein bisschen her, dass ich aufgenommen hatte. Und wir haben wieder ein bisschen mit den YouTube-Folgen aufgeholt. Ich glaube, heute kam Part 8 raus mit der Truhe. Ja, das heißt, morgen 9. Dann sind wir ja schon. Ja, siehste? Dann ist gar nicht mehr so viel, so viel. Gut, dass ich aufnehme. So. Lasst mich gucken. Wie immer würde ich wahrscheinlich am Anfang... Guck mal, wir haben gerade einen neuen Tag direkt. Habe ich heute schon... Oh, der ist wieder... Der ist alt. Ach Gott, ich habe wieder keine Ahnung. Ich habe keinen Überblick mehr, wer alt wäre und wer neu ist. Aber ich habe noch nicht gesegnet. Dann habe ich auch noch nicht gepredigt. Pass auf. Dann gehen wir jetzt erstmal predigen. Predigen. Predigen und segnen und alles. So, Massensegnung hier, sehr schön. Let's go, zweimal sogar. Habe ich ihn schon? Nein? Oh, ihn kann ich sogar streicheln. Pass mal auf, jetzt streicheln wir erstmal. So. Dann gibt es auch noch eine Segnung. So. Okay. Dann hier haben wir einen zu sammeln. Und hier haben wir... Oh, eine Tafel ist vollständig. Let's go. Und hier haben wir einen zu sammeln. So. Pretty nice. Hier haben wir noch zu segnen. Was anderes kann ich hier nicht machen, ne? Nee. So. Hier habe ich noch zu segnen. Den kann ich auch nicht streicheln, ne? Nee. Habe ich dich schon gesegnet? Ja, dich habe ich am Anfang gesegnet. Haben wir hier drüben noch jemanden gerade unterwegs? Nee, ne? Ich glaube, dann habe ich alle gesegnet, die ich segnen kann. Habe ich auch alle gestreichelt, die ich streicheln kann? Sehe ich das hier? Wo sehe ich denn meine Anhänger? Ach, Bruder. Ach, wo sehe ich denn meine Anhänger? Lost. Lost hier wieder unterwegs. So. Sehe ich irgendwo, wer gestreichelt werden kann? Nee, ne? Ich sehe hier nicht die... Ich sehe hier nicht die Fähigkeiten. Ja. Ja, wurscht, passt schon. Wir gehen predigen. Predigen. Ja, weil das dauert hier noch der nächste Level. Das muss jetzt nicht gleich sein. So, zack. Wir gehen einmal predigen. Wir haben gerade keine Mission, die wir erledigen müssen. Also erstmal Predigt halten. Kommet heran, solange ihr noch neun seid. Oh, die Maus ist schon wieder halb im Bild. So. Dann. Krone. Oh, das haben wir... Was ist das denn? Hä, wo kommt denn das her? Das kenne ich gar nicht. Die Ziege. Spiele das böse Gegenstück des Lamms. Gewährt keine Boni. Wo kommt denn... Hä? Ich kenne das nicht. Aber ich werde das auch nicht tun. Erklärt mir gerne, was es damit auf sich hat. Ich weiß es nicht. So, wir verkünden eine neue Doktrin. Wir gehen weiter in Richtung Jenseits. So, was habe ich jetzt hier? Alle Kultmitglieder erhalten die Eigenschaft Respektiere deinen Ältesten. Anhänger erhalten plus 5 Glauben für jeden alten Anhänger im Kult. Okay. An das andere ist die guten sterben jung.
Alle Kultmitglieder erhalten die Eigenschaft, die Guten sterben jung. Du erhältst 10 Glauben, wenn du einen Ältesten opferst, ermordest oder verzehrst, aber verlierst 20 Glauben, wenn ein Ältester eines natürlichen Todes stirbt. Also wenn ich das jetzt mache, haben die nichts mehr dagegen. Wenn ich morde und so, ja? Aber das klingt eigentlich schöner. Aber die sterben halt. Also ich meine, es ist ein Spiel. Ich gehe auf rechts. Ich gehe auf rechts, es ist ein Spiel. Ich hol ja, wenn ihr es sein solltet, versuche ich euch mit der Wiederbelebung wiederzuholen, ne? In der Hoffnung, dass das funktioniert. Aber ich gehe auf rechts. So. Aber ich kann es noch nicht, ne? Ich kann noch nicht die Ältesten einfach ermorden. So, jetzt haben wir hier wieder Dinge. Jawollo. Geld. Na, wenn ich jetzt mal zu den Alten gehe hier, dann habe ich hier keine Option. Nee, dann habe ich hier keine Option. Die zu ermorden. Okay. Also noch geht das, glaube ich, nicht. Oh, wir müssen ein neues Steinding bauen, ne? Warte mal. Wir müssen ein neues Steinding bauen. Geht nicht. Aber nur weil mir Geld fehlt, ja, das ist nicht das Problem. Das ist gar nicht das Problem. Da verkaufen wir einfach ein bisschen Fische. So. Und schon ist das Problem gelöst. Also Geldprobleme dürften eigentlich nicht mehr existieren. Na? Zack. Gut. Oh, ich kann hier auch wieder was einsetzen. Guck mal, hier ist, der hat gar nichts mehr zum Einsetzen gerade. Und hier ist auch wieder ganz viel, was ich einsetzen kann. Ja, wunderbar. Und dann kann ich hier rausholen. Und kann hier gleich die neuen Samen reintun. Sehr, sehr schön. Okay. Pass auf, bevor wir jetzt noch länger hier uns aufhalten und mehr Dinge passieren, hier liegt noch was. Oh, Steinblöcke, cool. So, aber genau, bevor jetzt hier nämlich wieder Dinge passieren, ziehen wir ganz schnell los. Und nee, ich wollte eigentlich auf einen Kreuzzug. Hier längs. Und dann passt die Geschichte. So. Ach, ich wollte scheiße. Ich wollte den Dings noch ausziehen, den Fließ mit den Karten. Na, ist egal. Hoffentlich kriegen wir 4 gute Karten. Wir werden es gleich sehen. Hoffentlich kriegen wir 4 gute Karten. Also, die Karte wird aufgedeckt. Das ist mir eigentlich relativ egal. Bonusressourcen finde ich gut. In krankes Herz bekommen wir am Anfang, das ist okay. Und in der Nacht erhöht sich der Schaden. Ja, das ist jetzt nicht so okay, weil wir gerade Tag haben. Aber bis wir beim Boss sind, ist es ja vielleicht Nacht. Wir werden sehen. Wir starten mit der Axt. Chance auf Crit. Und mit Schüssen. Okay. Na, dann legen wir mal los. Ja, schön. Auch die wieder wichtig kaputt zu machen. Gibt schön Holz. Jawollo. Oh, und da habt ihr es jetzt gesehen. Immer wenn so ein Stern ist, dann ist der nächste Schuss stärkerer Schaden. Also dann ist der nächste Schuss der Crit. Das heißt, ich weiß auch, wann ich einen Crit habe.
Oh no, 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 mach nicht wieder irgendeinen Quatsch mit meinen Anhängern, ich hau dich. Es ist gar nicht so lange her, dass wir die Rote Krone verstoßen haben, gerade mal ein paar tausend Jahre oder so. Die Ketzerei, die sie predigten, war nicht zu tolerieren. Solch schädliche Ideale konnten wir nicht dulden. Für dieses Verachtenswerte aller Sünden muss die Strafe langwierig und schmerzhaft sein. Ich lasse eine Hungersnot über deinen Kult hineinbrechen. Och nee. Und durch unkontrollierte Gier und grenzlosen Ehrgeiz wurde göttliches Blut vergossen. Oh Bruder, sind jetzt alle Oh no. Alle hungern. Okay, was ist, wenn ich jetzt... Kann ich aus dem Ding hier irgendwie zurückkehren? Also gibt es irgendeinen Weg zurückzukehren? Weil das jetzt gleich am Anfang von diesem Ding passiert. Nee. Oh, das ist nicht gut. Aber gut, das ist ja dann geskriptet. Also die werden mir jetzt schon nicht alle gleich verhungern, wenn ich da jetzt nicht so schnell zurückkomme, ne? Ist auch ein bisschen blöd, dass ich nicht so im Voraus irgendwie, also dass ich nicht was kochen kann und sagen kann, ja, vielleicht brauche ich dafür ein Upgrade. Und sagen kann, hier, das könnt ihr später essen oder sowas. Das wäre jetzt wieder so ein X gewesen. Oh, aber. Dadurch, dass die Karte aufgedeckt ist, wissen wir, wo Sackgassen sind und so weiter. Pass auf, dann versuche ich wirklich schnell durchzugehen. Machen wir es so. Dann seht's mir mal bitte nach, wenn ich jetzt nicht alles ablaufe, sondern versuche schnell zum Ziel zu kommen. Dann wäre das jetzt aktuell mein Hauptding. Ich habe mein X noch gar nicht ausprobiert. Ich muss mir das mal angucken. Okay. Ist einfach ein schöner Schuss. Ja, komm, ist egal. Ist egal. Ich weiß, ich könnte vielleicht jetzt irgendwo Sachen sammeln und so weiter. Aber mir ist es gerade doch wichtiger, schnell voranzukommen. Okay, welcher Weg ist möglichst knapp und kurz? Guck mal, hier bekomme ich neuen Anhänger, bedeutet aber auch kämpfen. Hier bekomme ich Stein. Fragezeichen. Ich glaube, wir gehen den Weg. Ich glaube, wir gehen den Weg. Der müsste am schnellsten gehen. Guck mal, jetzt ist Nacht, jetzt ist gerade mein Schaden höher. Aber bis wir beim Boss sind, ist es dann wieder... ist wieder Tag dann wahrscheinlich. Okay, Fragezeichen. Das ist meistens auch nur ein kleiner Weg, ein kleiner Raum. Ja. Der Friede sei mit dir, Kreuzfahrer. Ich suche nur die Wahrheit und das Licht, aber ich kann dir von Nutzen sein. Ich kann die Loyalität eines beliebigen deiner Anhänger erhöhen. Kriegen wir einen auf Level 6 dadurch? Nee, ihn nicht? Doch, hier! Fight wird auf Level 6 gehen, scheinbar. Und guck mal, so schlimm ist der Hunger gar nicht. Gut, dass ich sehe, so schlimm ist der Hunger gar nicht. Ja, wir bringen Fight auf Level 6. Prepre würde auch auf Level 6 gehen. Thynana auch. Bartman auch. Okay. Wir bringen Fight auf Level 6. Weil ich es bei ihm als erstes... Wie alt ist Fight? 39? Ja doch, Fight ist ja auch der jüngste. Ja. Das ist schon am sinnvollsten. Zack. Nice. So, hätte ihm gerne jetzt noch Essen mitgegeben, aber... Das war nicht mehr drin. So, ist hier irgendwas Spannendes? Nee, ne? Ich glaube, ich kann hier einfach weiter. Okay, pass auf, wir gehen einfach weiter. Aber das meinte ich mit, hier geht es vielleicht am schnellsten. Jetzt gucken wir, ob wir hier auch den schnellen Weg finden. Dann ist es sogar ganz gut, dass die Karte aufgedeckt ist. Oh, halt, erst den hier. Truhen enthalten Nahrung statt Münzen, okay. Das ist in Ordnung. So, wie muss ich laufen? Aua.
Okay. Ah, das ist... Oh, Anhängerfleisch. Das kann ich voll gut verkaufen. Das ist ja dann viel besser als Münzen. In dem Fall sogar. So, aber den einen Weg nach rechts müssen wir jetzt gehen. Weil da könnte ich eine bessere Waffe bekommen. Das ist ja dann trotzdem wichtig und richtig. Na? So. Da haben wir einmal... Stufe 11, Klinge des Kreuzfahrers, Eiferdolch, Flammenschuss. Höheren Flammenschuss würde ich schon mitnehmen. Ach so, jetzt habe ich die anderen... Ja, never mind. Da habe ich nicht geschaltet. Ja, komm. Ich dachte so, das eine, ich muss mich entscheiden. Das habe ich wieder nicht gerafft. Okay, ja, komm, wir nehmen nichts anderes mit. Ich müsste aber jetzt doch auch trotzdem noch auf Herzen hoffen irgendwo. Oh, Bruder. Unangenehme Gegner hier. Okay. Ja, schön Fisch, aber ich brauch Energie für mich. Oh boy. Ich sterb sonst noch hier. Ja, okay. Dann so. Dann kommen wir so zurück. Es wird mir ein bisschen abgezogen. Ja, kann ich nicht ändern. Aber dann machen wir ganz schnell hier jetzt ein Essensritual. Aber ich muss jetzt ja die Stage nochmal machen. Werden die mir wieder verflucht? Das fände ich nicht so cool. Kann ich schon wieder durchführen? Kann ich nicht. Ah, das ist doof. Okay, kann ich was kochen auf die Schnelle? Oh, erstmal hier den holen. Aber ich habe jetzt auch noch nicht gepredigt heute, ne? Ist ja schon wieder ein neuer Tag. Okay. So, pass auf. Nee, ich wollte kochen. Also, ja, wir können gerade... Ich meine, besser als nichts, wie es auch so heißt. Aber ich kann auch die Bären, glaube ich. Die Bären kann ich machen, ne? Die Bären sind auch besser als nichts. Tödliches Gericht, um Gottes Willen. Ja, komm, wir machen Bären. Wie gesagt, ist besser als nichts. So. Nicht die beste Situation, aber hey. So, dann kann ich hier auch wieder ordentlich einsammeln. Boah, wir sind fast wieder voll. Sehr verrückt. Oh, du hast eine Mission für mich. Ich bin verliebt, aber Agria weiß gar nicht, dass es mich gibt. Könntest du 10 Blumen aus dem Düsterholz für mich sammeln? Habe ich nicht 10 Blumen? Ich muss die holen. Weil ich... Ich hab halt 61. Chef. Ich hab 61 Blumen. Okay, dann muss ich nochmal nach Düsterholz. Ja, es ist auch in Ordnung. Dann machen wir nochmal eine leichtere Quest. Jetzt ist der Hunger wieder okay. Ja. Das Anhängerfleisch wollte ich verkaufen, ne? Ja. Ja, komm. Hier ist gerade wieder alles in Ordnung. Kann ich irgendwas aktuell noch bauen, was ich dringend brauche? Nee, ne? Das haben wir alles schon gemacht. Wir müssen jetzt wieder was freischalten, was ich bauen wollte.
Ja. Okay. Okay, pass auf. Wir machen eine kleine Mini-Quest. Warum nicht? Düsterholzblumen holen. Let's go. Dann machen wir jetzt aber auch mal Folgendes. Wir gehen diesmal nicht über diesen Warp zu dem Bosskampf, sondern ich gehe ganz normal durch. Projektil, wenn du Waffe schwingst. Gegner leiden Schaden, wenn du gegen sie rollst. Flüche verbrauchen 25% weniger Einfall plus ein blaues Herz. Ja, ist okay. Aber ich glaube, ich würde trotzdem lieber wieder. Trebris ist dann hohem Alter gestorben. Alter. Kaum geht man, bricht alles zusammen. Ich habe die Predigt vergessen. Ich bin ein Depp. Ich habe die Predigt vergessen. Es tut mir leid. Ach, komm schon. Ich habe die Predigt vergessen. Ich habe extra gesegnet, dass ich noch Predigt... Ach, nee. Jetzt ist der einfach gestorben. Und jetzt liegt er da rum und jetzt... Oh, Mann. Okay, wir müssen einen Weg finden, schnell zurückzukommen wieder. Ach. Ach, ist das blöd. So, aber zwei Blumen haben wir schon mal. Ach, bei ihm kriege ich wieder Relikte, Dinge, ja? Werde kleiner, zerbrechlich. Okay. So, gib mir dein Anhängerfleisch. Okay. So. Ja, ich weiß nicht, wo lang es geht, deswegen. Oh! Nice. Einfach zwei Karten aufgedeckt. Also zwei Tafeldinger. Sehr cool. Sehr cool. Es wird schon wieder Nacht. Ja, ich habe das mit der Predigt komplett versaut. Eine komplette Predigt verschenkt. Das ist echt ärgerlich. Das ist echt ärgerlich. Weil jetzt immer noch die Leiche rumliegt. Mann. Schädelhalskette. Der Anhänger lebt unnatürlich lange, doppelt so lange wie gewöhnlich. Oh, das kann ich einem von euch geben. Was ist das für eine Anzeige hier? Keine Ahnung. Okay, ach Bruder. Da ist wieder so ein Fragezeichen. Wir gehen übers Fragezeichen. Wir gehen übers Fragezeichen. Wenn er wieder so ein Loyalitätstyp ist, dann ist das ganz cool. So, guck mal, die Missionen haben wir zusammen. Wir müssen die nur noch abgeben, das ist gut. Kriegen wir hin. Nein, ich will hier zum Fragezeichen. Oh! Cool. Sehr nice. So, jetzt links oder rechts? Es scheint egal zu sein, ne? Also... Man weiß es nicht so genau. So, diesmal mache ich den nicht kaputt, weil es haben wir ja gelernt, wenn ich den kaputt mache, kommt dieser Warp. Und den will ich ja nicht nutzen. Außer ich komme jetzt hier über den... Na, wenn ich jetzt am Ende auch bei dem rauskomme, dann ist es eh so. Dann lernen wir draus, dass man damit einfach zum Boss abkürzen kann. Aber das weiß ich ja eben noch nicht, ob das so ist. Es ist ja nur eine Vermutung. Oder ob man jetzt hier einen kürzeren Boss bekommt. Und nicht den Hauptboss. Na, das ist das Ding, was ich halt nicht weiß.
So. Ach komm. Gehen wir hier lang. Da hängen Sachen rum. Genau. Ich halte die Zeit an. Ja, mich interessieren eher die Kollegen hier. Schön Anhängerfleisch sammeln. Okay. Dann setzen wir mal das ein. Dann habe ich das eingesetzt. Dann ist es kaputt. Und dann kann ich das jetzt mitnehmen. Bleibe ich jetzt klein? Oder ist das nur für eine kurze Zeit? Oh, lol. Warte, ich habe aktuell... Ist das nicht das Gleiche? Ja, es hat sich einfach nichts geändert. Okay, cool. Ach nee, das habe ich jetzt da unten. Ach, ups. Ja, gut, egal. So. Eiferdolch. Nee, wir lassen das alles so, wie es ist. So, jetzt bin ich gespannt, ob jetzt hier eben der große Boss kommt oder ein normaler kleiner Boss. Weil wenn eh der große Boss kommt, dann hätte ich ja die Abkürzung schon längst nehmen können, ne? Das ist auch klar. Oh, nice! Wir haben eine Tafel wieder vollständig. Alter, heute geht wieder ab hier. So, kaputt gerollt, den Kollegen. Ah, jetzt gibt's hier schon wieder Zeug. Oh, Vampirschwert. Also alles Schaden unter dem, was ich habe, ne? Hunde des Schicksals. Okay, das gucke ich mir auf jeden Fall an. Das kenne ich noch nicht. Ah, die gehen dann auf Gegnerzielsuche wahrscheinlich. Okay, klingt sehr interessant. Können wir mal mitnehmen. Aber ich bleib tatsächlich klein. Also das ist tatsächlich... diesen Effekt setzt man einmal ein und der bleibt dann einfach die ganze Zeit. Auch nicht schlecht. Guck mal, hier ist nochmal ein Waffenraum. Jetzt habe ich auf jeden Fall bessere Handschuhe. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Da brauchen wir gar nicht weiter diskutieren. Und hier liegt noch was Schönes. Anhängerform. Nice. Sehr guter Raum. Sehr guter Raum. So. Jetzt aber schnell raus hier. Denn hier müsste jetzt der Bosskampf sein, ne? Ja, okay, ist normaler Bosskampf. Ich muss nicht den großen Kampf machen. Sehr gut. Alter, das geht ja voll rein. Yo, die Eifertarik geht ja voll rein. Die ist ja großartig für den Typen. Oh, jetzt ist er wieder abgehauen. Frech. Mach dich weg, Kollege. Ich glaube, es geht los hier. So. Aber das heißt auch, ich bekomme dadurch einen neuen Anhänger. Na ja, gut, einer ist ja eh gestorben. Passt ja. Let's go. So. Oh, wir nehmen Bären mit. Bären habe ich noch gar nicht so viele. Gell? Okay. Auge des Zeugen. Oh, was ist denn das jetzt? Auge des Zeugen. Auf zum Kreuzzug. Jetzt, wenn du den Bischof dieses Gebiets besiegt hast, kannst du deinen Weg fortsetzen. Je weiter du dich voranwachst, desto größere Belohnungen erwarten dich.
Aber Vorsicht, ohne die Allgegenwärtigkeit, Kronenfähigkeit, kannst du nicht zum Kult zurückkehren, bis du einen anderen Teleporter erreichst. Oh! Geh nur dann weiter, wenn du gewillt bist, deinen Kult für längere Zeit zu verlassen. Nee, bin ich nicht. Als kann man weiterspielen. Okay, das müssen wir irgendwann mal machen, aber nicht jetzt. Aber dann kann man da, also... Ich verstehe, dann kann man da immer weiterspielen. Okay, was ist dieses Auge des Zeugen? Das kenne ich nicht. Kriege ich dazu eine Erklärung? Tauche ich jetzt bei dem, der wartet auf oder so, der mir was erklärt? Nein, cool. Okay, werden wir so rausfinden müssen. So, Freunde, wir müssen hier ganz dringend einmal Predigt halten. Damit geht's jetzt erstmal los. So, weil hier sind Dinge passiert, die nicht gut sind. So. Göttliche Inspiration freigeschaltet. Machen wir gleich. Dann haben wir kartentechnisch hier wieder was zu erledigen. Aber kann ich das Auge... Auge des Zeugen ist hier nichts, ne? Nee, hier nicht. So, letztes Jenseits-Ding. Schalte das Gebäude natürliche Bestattung frei. Die Leichen, tote Anhänger kehren zur Erde zurück, indem sie zu Dünger werden. Schalte das Gebäude grabfrei, erhalte zwei Glauben, wenn Anhänger am Grab trauern. Hab ich Grab nicht schon? Ich hab Grab doch schon längst. Bin irritiert. Ja, sollen sie mal zu Dünger werden. Ich glaube, das ist ganz gut, vor allem für den, der Todesangst hat. Ah, lol, man kann auch gar nicht so oft... Aha, man kann gar nicht zwei Dinge hintereinander zum Beispiel machen. Okay. Halt, ich hab's nicht angeklickt. So. Okay, ja, es ist alles dreckig wahrscheinlich jetzt hier irgendwo. Pass auf, jetzt machen wir erstmal... Haben wir schon. Oh, was ist Holzplatz 2? Mehr Holz wahrscheinlich erstellen und Steinmühle 2 ist auch mehr Steine erstellen. Okay. Ah, ist das jetzt, dass die selber kochen können? Das brauche ich dringend. Ermöglicht Anhängern Mahlzeiten zu kochen. Let's go. Das brauchen wir ganz, ganz dringend. Das brauchen wir ganz, ganz, ganz dringend. Dass die selber, wenn jetzt wieder dieses Hungerding, dieser Hungereffekt kommt, dass das gleich sich erledigt. Dass sich das von Anfang an direkt erledigt. Das brauchen wir ganz dringend. So, ah, deswegen sind die hier so. Nein, ich will eigentlich gerade mit dem Kollegen hier. Oder wir geben erstmal die Quest ab, weil mir das hier anzeigt. Danke dir, Anführer. Jetzt muss ich nur noch den Mut für das Gespräch aufbringen. Ja. Quest erfüllt, macht wieder Glauben hoch. So. Beute nehmen. Das müsste jetzt doch... Ach, Leiche geplündert habe ich jetzt. Ach, das fand ich jetzt nicht so cool. Ups. Ach so, das habe ich jetzt wieder... Ich habe wieder... Oh, nee, jetzt ist Fight aber wirklich der abtrünnig ist, oder? Okay, dann... Oh, Bartman ist auch schon alt geworden. Oh, Leute. Das geht hier mir alles zu schnell. Okay, ich muss das mal sauber machen. Ich nutze mal kurz die Nacht, um sauber zu machen. So. Und nächste Stufe. Ah,
es ist schon wieder hier, es ist wieder richtig viel schief gelaufen in der Zeit, wo ich weg war, ey. Das ist echt. Das ist echt ärgerlich, ne? So, dich hole ich gleich. Ich muss nur kurz erstmal hier alles entfernen. Da ist noch was. Okay. Wo habe ich jetzt noch was übersehen? Nein, ich will gar nicht hier backen. Ach, ich muss einfach X gedrückt halten, dann geht das schneller. Ups. Ich verstehe. Alter. So, habe ich jetzt noch irgendwas übersehen? Weil... Oh, schon wieder Tag, Leute. Ich kann nicht so schnell. Okay, pass auf. Wir indoktrinieren erstmal für den Kult. Agares. Heilung langsamer. Verliert 10 Glauben bei Erkrankung. Kann gestreichelt werden. Ja, let's go. Dann streicheln wir doch gleich. Okay, wir streicheln nicht gleich mal. Ich denke, ach, hier oben ist es. Streicheln wir gleich mal. Und dann können wir auch gleich noch segnen. So, und da oben ist da Fight macht... Nee, wer ist denn das hier? Irgendeiner war doch abtrünnig hier. Fight, mein Freund. Jetzt bist du es aber wirklich. Jetzt bist du es aber wirklich, ne? Jetzt musst du einmal ins Gefängnis. Letztes Mal habe ich mich vertan, da warst du es nicht. Jetzt bist du es wirklich. Vor allem nachdem ich seine Loyalität auf Level 6 erhöht habe. So dankt er es mir. So dankt er es mir, ne? Okay, pass auf, wir brauchen dieses... Ich habe doch da was erstellt. Ich habe doch jetzt irgendein neues Gebäude gebaut. Und noch nicht gebaut, aber freigeschaltet. Ist es bei Glaube dann? Nee. Hier ist die Küche. Was brauchen wir dafür? Was fehlt uns? Goldbarren brauchen wir. Und, oh, wir brauchen solche Steinblöcke. Okay, ich muss gucken, wie ich an die Steinblöcke rankomme. Ah, da ist die natürliche Bestattung. Oh, dafür brauche ich... Ach, brauche ich dieses besondere Holz wieder. Deponiere Leichen, um sie in Dünger zu verwandeln. Okay, das heißt, ich lege die da rein, die Leichen, und dann werden die zu Dünger. Okay. Ich wollte eigentlich Anhängerfleisch aus dem machen. Pass auf, dann machen wir jetzt erstmal ein Grab, dass der wegkommt. Das klingt so falsch. Wo ist denn das Grab gewesen? Hier. Weil das kostet überhaupt nicht viel, ne? So. Hä? Achso, es muss erst gebaut werden. Ich mach schon. Zack. Okay, so. Okay, ich glaube, wir haben wieder einigermaßen alles unter Kontrolle. Na! Das ist nicht so gut. Okay, kann ich jetzt hier Fleisch gewinnen? Das hieß doch... Ich habe doch extra diese Dings gemacht, dass das okay ist. Du hast einen Anhänger. Wieso minus 20 Glauben? Ich habe doch extra die Fähigkeit geholt, oder nicht? Das Baselang sieht furchtbar aus. Ja, Dekoration. Machen wir. Dann haben wir gleich wieder Glauben gewonnen. Was willst du? Was soll ich bauen? Nein, ich muss erst... Abbruch. Was soll ich bauen? 3 Dekorationen. Irgendwelche. Okay, let's go. Das ist gar kein Problem. Mehr solche Ögen braucht das Land.
So, kann ich ganz schnell was machen, was den Glauben erhöht, bevor die mir hier gleich alle eskalieren? Ich kann Predigt machen, let's go. Mein Gott, ey, es ist wirklich... Oh, guckt euch das an, es ist... Oh Gott, ist das schlimm. So, dich kann ich dann schon wieder umerziehen, ne? Ne, habe ich heute schon, scheiße. Okay, schnell bauen. Warum ist sie jetzt schon wieder so weit runtergegangen? Was ist passiert? Alter! Wir hatten doch gerade das wieder ein bisschen weiter oben. Ich kann sonst aber wahrscheinlich gleich das Feuerritual machen, was den Glauben erhöht. So, Quest abgeben erhöht auch Glaube. Wo ist die Quest gewesen? Hier, na? Ja. So, gib mir Glaube. Okay. Besser wie nix. Bruder. Ist das alles ein Chaos hier? So, wir haben... Oh, der wird auch bald den Abflug machen. So. Wir brauchen Steinblöcke. Ich muss jetzt genau gucken, was ich als erstes brauche. Ich will diese Küche bauen. Das Holz habe ich. Ich brauche 3 Goldblöcke. Und 8 Steinblöcke. Och Gott, ey. Also 1, 2, 3 und hiervon schon mal 2. Okay. So. Irgendwo ist immer noch was unsauber, oder was? Was ist denn hier noch unsauber? Sehe ich irgendwas nicht? Oh ne, er, was ist mit ihm? Ist er krank? Ah, krank, deswegen. Okay, ja, alles klar. Dann schlaf du mal. Okay. Ah Gott, Bartman, du wirst gleich hier. Ich fürchte den ersten Abflug machen, aber du warst doch der erste Anhänger von den YouTube-Leuten. So. Ach ja, ich wollte gucken, ob ich das Ritual machen kann. Nicht Krone. Oh, Krone geht aber auch wieder. Ah, ne, geht nicht. Nevermind. Ja, das würde gehen. Okay, das machen wir schnell. Das machen wir schnell. So. Jetzt bleibt hoffentlich der Glaube ein bisschen bestehen. Ich weiß nicht, warum der vorhin wieder so schnell runtergegangen ist. Bin ich ganz ehrlich. Ich habe keine Ahnung. Oh, hier muss ich Feuer nachlegen. Also Brennmaterial halt. So. 2 Goldbarren sind schon fertig. Oh, das geht ja recht fix hier, wenn Felix das macht. Sehr schön. Ach, da fällt mir ein, ich hab ja Dingens, ne? Ich gebe das jetzt Felix, die Kette. Ich hab ja hier, ne? Der hat noch keine Kette, oder? Doch, der hat schon eine Kette, Mist. Wem kann ich denn die Kette geben? Wer ist jetzt neu dazugekommen? Wer war das denn? Ne, die sind alle alt! Was ist hier los, Mann? Du bist Stufe 2, du bist relativ neu. Hier, nimm die Schädelhalskette. Da wirst du älter. Bruder. Kann das
alles nicht mehr. Es ist doch jetzt nur eine Frage der Zeit, bis mir Bartman hier auch noch umkippt. Ich habe mich heute schon. Naja, ich will weiter umziehen. Will Fight hier wieder haben. Der ist extra auf Level 6 und jetzt nützt er mir bei der Predigt nichts, weil er da drin steckt. Meh. Okay, Felix ist fertig. Sehr gut, wir brauchen aber mehr Steinblöcke, Felix. Wir brauchen... Wie viel habe ich denn jetzt? Habe ich 4? Ich habe 4, wir brauchen 6. Ja, also nochmal komplett Steinblöcke voll. Soll ich ein neues Ding davon? Kann ich ein zweites davon bauen? Ja, kann ich. Okay, wir bauen noch eine Raffinerie. Ja gut, wenn jetzt eh ganz viele Anhänger runter wegsterben, müssen wir eh mal wieder neue holen. Ach Gott, ach Gott. Ja, Felix, mit der Ruhe. Okay, was willst du, Felix? Wählerischen Essen sollte man mal etwas Kot vorsetzen. Wenn ich das ablehne, verliere ich Glaube. Ja, Agares, alles klar. Ja, ich koche jetzt etwas, Agares. Nur für dich. Das ist nur für dich. Oh, jetzt hat er auch noch eine Eigenschaft und der ist krank geworden. Oh my goodness. War es das wert, Felix? War es das wert, ha? Huh? Sag mal. So witzig, ja, ja. War es das wirklich wert? Ich weiß ja nicht. Agares, tut mir leid. Ist ja auch noch krank. Ich kriege hier zu viel. Uiuiui. Aber hey. Dinge passieren. Okay, hier geht's noch nicht weiter. So, aber hier kann ich dann auch noch gleich neues Stein reinsetzen. So. Geht noch nicht. Erst wenn der Tag angebrochen ist. Erst dann geht's wieder weiter. Es ist... Ja, okay, dann sammle ich dich halt nicht. Ich dich halt nicht. Also manche wollen einfach nicht, ne? Manche wollen einfach nicht. So, Chef. Jetzt erstmal jetzt wieder eine Umerziehung. Reicht das schon? Nein, gerade nicht. Ganz knapp reicht's nicht. Ach, Veit. So, jetzt streicheln wir erstmal ihn hier. Bartman hätte ich auch die ganze Zeit streicheln können, ja. Mist. Habe ich nicht gesehen. Tut mir leid. Segnen.
Wie krieg ich's. Wie lebst du länger? Lebst du länger, wenn du dich schlafen legst, oder? Wie sieht's aus? Geh mal schlafen, Chef. Vielleicht lebst du dann länger. Du könntest ja mal ausprobieren. So, hier Segen. Du legst dich auch mal schlafen, Tiana. Weil ihr lauft ja eh nur hier rum und macht nix. Als Alte. So, komm, leg dich mal schlafen. Dir geht's nicht gut, das ist klar. So. Dir geht's wieder gut, das ist schön. Nix noch Segen. Okay, so. Ich brauch so ein Krankendings. Was brauche ich dafür? Oh nee, dafür brauche ich die 5 Spezialholz, die ich aber schon für die Küche brauche. Oh, blöd. Ein Ort, um krank an. Kann nur einmal gebaut werden, ist aber auch so ein Ding, ne? Ja, pass auf, dann bauen wir das als erstes. Wir haben zu oft kranke Anhänger. Wir brauchen das als erstes hier. So. Wir brauchen das vorher. Dann machen wir hier nochmal Holz rein. Zack. Ah, das ist ganz wichtig, dass wir das bauen. Das ist ganz wichtig. Die werden mir zu oft krank. Und ich habe nichts dagegen. Das ist nicht gut. Dann kann Zeuge Agares nämlich gleich da rein. So. Let's go. Und kann ich da als Zeuge Agares einfach sagen, hier rein? Perfekt. Oh mein Gott, der wird einfach sofort gesund. Wir opfern praktisch Kamelie dafür und der wird sofort gesund. Oh, das ist stark. Oh, das ist sehr stark. Okay, super. Wenn es jetzt noch ein Gebäude gäbe, um Anhänger wieder jung zu machen, wäre das auch cool. So, was haben wir denn jetzt hier alles? Also. Hingabe Erntetotem. Ich will nur gucken, was es macht. Erhöhe das Wachstum von Ackerparzellen. Ne, das brauche ich nicht. Samenlage. Nach einem Kreuzzug kannst du hier Samen deponieren. Nee. Düngerlage. Nee, das ist erstmal, fühlt sich das jetzt nicht so wichtig an. Dämonenbeschwörung fühlt sich auch nicht so wichtig an. Da kann ich halt mehr Anhänger losschicken und mehr Sachen holen. Ja, okay. Grundsätzlich nicht verkehrt, aber klingt jetzt nicht nach etwas, was ich unbedingt brauche. Großes Fassungsvermögen, Toilettenhäuschen. Heilquartier Stufe 2. Verbraucht weniger Ressourcen. Ah, okay. Ah, dafür muss man vorher erst hier... Ich verstehe. Oh, gemeinsame Unterkunft. Ein Ort, an dem mehrere Anhänger schlafen können. Stürzt nie ein. Das klingt voll schön. Ein Ruheort, der eines gläubigen Anfangs eine Krone würdig ist. Okay. Das wäre dann für mich was zum Schlafen scheinbar. Okay, jetzt gucken wir erstmal, ob ich hier eine Hoch irgendwas Wichtiges brauche. Ah, das passt schon erstmal eigentlich. Mehr Tabernakel brauchen wir auch nicht sofort. Das können wir später leveln. Ich will erstmal gucken, was hier so andere Sachen sind. Nee, Leichenhalle klingt nicht so. Nee, das klingt auch nicht so. Ah, der Beichtstuhl wäre vielleicht noch was Interessantes. Kann Loyalität nämlich erhöhen und einmal täglich verwendbar. Und Propagandasprecher. In Reichweite der Sprecher arbeiten und beten Anhänger 20% schneller. Ah, okay. Klingt auch nicht so verkehrt. Aber wir gehen jetzt als allererstes, gehen wir... Warte, was ist der Unterschied zwischen große und gemeinsame Unterkunft? Stürzt auch nie zusammen. Gewähre deinen Anhängern den Luxus, den sie verdienen. Sammelt während des Schlafens Hingabe, stürzt nie zusammen. Wo ist jetzt da der Unterschied? Ein Ort, an dem mehrere Anhänger schlafen können, stürzt nie ein. Und was kostet denn mehr? Vor allem also ich weiß jetzt ja gar nicht, wie viel Anhänger da gesammelt werden können. Steht nicht dabei, ne? So bis 5, bis 3. Bildlich sieht's aus wie 3. Aber dann ist doch die große Unterkunft...
Ja, dann ist doch die große Unterkunft das gleiche, nur stärker effektiv. Ich nehme die große Unterkunft. Ach, oder ist es, warte, ist es nur für einen? Und das wäre für mehrere. Glaube ich. Gewähre deinen Anhängern sammelt. Stimmt, hier steht nicht, dass mehrere rein können. Oh. Ich glaube, das war der Fehler. Ich glaube, das war der Fehler. Ja. Gucken wir uns gleich mal an. Ja, dafür brauche ich auch wieder Spezialholz. Dafür brauche ich Kot, okay. Aber bis auf das Spezialholz ist eigentlich, könnte ich schon bauen. Bis auf das Spezialholz könnte ich schon bauen, okay. Ja, gut, ist in Ordnung. Fight haben wir, nee, haben wir heute schon. Pass auf, dann hole ich mir kurz noch, was mir Felix hier gibt und dann machen wir noch eine Predigt. Geld. Kommen jetzt eigentlich auch die wieder, die ich jetzt schlafen geschickt habe? Also die alten? Ja, ich glaube, die sind mit dabei, ne? Ja, okay. Gut, nächstes Level aber auf der Stufe. So. Ach, das geht noch höher. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, da ist Schluss. Guck mal, das geht noch höher. Oh. Oha. Oha, oha, oha. Was sind diese ganzen Beherrschungen? Erhöht den Schaden. Ja, okay, alles klar. Dafür braucht man das vorher und dann geht's hier... Ah, okay, das geht auf die verschiedenen, ich verstehe. Waffenbeherrschung haben wir und dann geht es auf die verschiedenen Dinger hoch. Ja, gut. Ah, wir brauchen noch eines hier unten. Ich muss noch eins hier unten machen, bevor ich wieder da hoch kann. Ja, dann gehen wir halt hier wieder die Flüche hoch, ne? Ja, ich kann nur die Flüche hoch, weil dieses Kudai Segen-Ding klingt für mich nicht sinnvoll. Okay, dann machen wir halt das. Ja, das ist jetzt so ein erzwungenes Level-Ding, was ich eigentlich gar nicht wollte, aber hey, was soll's. So. Okay, das haben wir nicht zusammen, die Dings. Okay. Gut. 14 Münzen. Eieiei, ey. Es ist... So, die gehen wieder schlafen. Ist in Ordnung. So war das ja auch gedacht. Aber ich muss jetzt irgendjemanden hier zu den Ressourcendingern schicken, ne? Felix, geh mal arbeiten. Da. Genau, Materialien raffinieren. Und du kannst es auch mal machen. So. Und wenn ich jetzt diesen Propagandasprecher... Achso, den habe ich ja gar nicht freigeschaltet. Aber wenn ich den jetzt hätte und da aufstellen würde, dann wird es wahrscheinlich schneller gehen. Ne? Dann würden die hier wahrscheinlich schneller hochgehen. Ja, wahrscheinlich. Na gut. Das ist voll, okay. Ja, jetzt sind nämlich gerade zu wenig Anhänger hier. Die kümmern sich jetzt praktisch gar nicht um alles. Sondern ich müsste jetzt zum Beispiel ihm hier sagen, er soll sich um die Farm kümmern. Aber andererseits braucht man das auch gerade nicht. Dass die hier leveln, ist schon nicht verkehrt. Na, farmtechnisch haben wir ja eigentlich genug aktuell. So, ich brauche noch einen Steinblock. Dann können wir die Küche bauen. Und dann können wir im nächsten Part wieder auf große Tour gehen. Und hoffen, dass die sich selber kümmern, wenn sie Hunger haben.
bin gespannt, ob das funktioniert. So, let's go. Küche. Jetzt fehlen die 5 Holz. Stimmt, weil ich ja, doch, passt schon. Die habe ich ja hier in Auftrag gegeben. Ja. Jetzt fehlen die 5 Holz. Wie viel brauche ich jetzt noch von den Holz? 1 habe ich, 4 brauche ich. Waren die 4 hier hergestellt gerade? Hier habe ich 1 zu wenig rein. So, let's go. Jetzt macht er hier wieder weiter, weil das da unten erledigt ist. Das ist in Ordnung. Ja, wir brauchen wieder mehr Anhänger, sonst wird es hier nichts. Ah, warte, ich habe eine Idee. Einen kriege ich relativ schnell. Den kann ich hier ja kaufen. So, herzlich willkommen im Team. Ich esse die nicht. Naja, wobei. Nee, selber essen tue ich sie nicht. Wenn sie tot sind, mache ich Anhängerfleisch aus ihnen, aber hey. So. Geborener Skeptiker. Ja. Erhalte 10 Glauben bei Erkrankungen. Das klingt jetzt nicht so gut. Gut. Du gehst beten. Und gleich mal segnen hier. So. Ja, schön. Er hat sich auch gleich bezogen. Das ist alles in Ordnung. So. Noch kein neuer Tag gewesen, Anne. Schade. Kann ich den fangen? Nein, okay. Ja, dann warten wir jetzt im Prinzip drauf, dass halt hier das Ding fertig wird, ne? Ich verstehe immer noch nicht, was ich mit dem Ding kann. Kann ich das jemandem schenken oder was? Oh, Felix hat eine Mission für mich. Kann ich hier irgendwas machen? Nee. Felix, was ist los? Nein! Felix. Aber ich kann ihn ja gleich wieder heilen. Wo ist er? Wo ist Zeuge Agaris? Wo ist Zeuge Agaris? Ach so, der macht da unten. Wo ist meine Kotschüssel hin? Wer hat die gerade gegessen? Hä? Bin verwirrt. Habe ich nicht gerade eine erstellt? Ich glaube, ich habe es abgebrochen, ne? Oh, okay. Das ist eh Nacht. Na toll, jetzt ist... Wir beenden den Part an der Stelle. Nächstes Mal Küche. Hoffentlich der nächste Kreuzzug. Counter ist dann auch wieder, Fight ist dann auch wieder am Start. Mein Gott, ist das jetzt teilweise gut und teilweise nicht so gut gelaufen. Eieiei, danke fürs Zuschauen und tschüss.